2012, circa 20.000 Vollidioten setzen sich in Szene und sehen aus wie elf. Geiler Scheiß, es ist die Liga der außergewöhnlich schlechten MCs, kombiniert mit wacken Beats, super. Jeder noch so hängen gebliebene Kirmes-Snacker meint ein freshes Video, lässt ihn wirken wie den größten Rapper aller Zeiten. Mit Battle-Repertoire vom Feinsten und den heftigsten Zeilen, die jeden Gegner in die Schranken weisen. Aber ist nicht ganz so, die allermeisten dieser High-Definition-Fressen bleiben als substanzlos. Der neue Rap fehlt der Wiedererkennungswert, aber statt trainiert verplempert ihr die Zeit im Video-Battle-Turnier. Wo ihr euch krass zum Affen macht und statt beeindruckender Schaffenskraft repräsentiert ihr Bastard nur massenhaft. Wie abgefuckt man 2012 noch rappen kann, du machst auf krass verrückt. Hollywood Hank ist beim Einfluss auf deutsche Rapper seit ein paar Jahren schon der neue Kollege. Jetzt laufen haufenweise weiter rum, die meinen, sie wären durchgedrehte Junks, aber statt Drogen nehmen sie geistiges Eigentum. Lasst euch doch selber mal was einfallen, Mann. Vielleicht fällt euch dann auf, dass ihr statt freshe Bars zu kicken einfach Scheiße labert. Und eure hässlichen Visagen will kein Mensch sehen. Man muss nicht wissen, welcher Spaß nicht hinter seinen Texten steht. Ich bin es leid, verdammt, Idioten tun euch wütende, mächtigen Ficker, als hätten eure Mütter einen Scheibenkrampf.